seht, dass ich gerade ziemlich viele Videos raushaue. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist es so, dass viele Klassen jetzt gerade wieder Klassenarbeiten schreiben und ich hoffe, damit zu helfen. Zum anderen habe ich gerade einfach ein bisschen Zeit dafür, vor allen Dingen auf längere Frist, weil das Ganze muss ich ja irgendwie dann nochmal erklären, sonst die nächsten 20 Jahre. Ich habe ein Video gemacht, in dem es darum geht, dass man jedes Gedicht entschlüsseln kann. Das ist, wie ihr wahrscheinlich feststellen könnt, natürlich ziemlich übertrieben dargestellt. Aber ich glaube, dass man tatsächlich ein paar grundsätzliche Dinge sagen kann, die dann ganz vielen Leuten helfen. Bevor es losgeht, es geht um Kurzgeschichten und es geht darum, mit welchem Gedanken ich es auf jeden Fall schaffe, besser durchzublicken. Deshalb erkläre ich als erstes, was man nicht machen sollte. Ich selber bin Deutschlehrer. Das heißt, ich habe eine lange Zeit daran gesessen, Texte zu verstehen, darüber zu schreiben, darüber zu sinnieren und ich hatte sogar noch Spaß daran. Das bedeutet, eigentlich müsste ich ja sehr gut interpretieren können. Wenn ihr mir jetzt aber aus einer beliebigen Kurzgeschichte, die ich nicht kenne, irgendeinen Satz präsentieren würdet und sagen würdet, sagen Sie mir die Bedeutung dieses Satzes, dann könnte ich das nicht. Warum könnte ich das nicht? Ich könnte das deshalb nicht, weil ich ja gar nicht wüsste, worum es in der Kurzgeschichte geht. Aber diesen Fehler machen viele Schülerinnen und Schüler. Meine Gedanken beziehen sich jetzt auf einen Artikel, den ich geschrieben habe und der heißt, ich müsste jetzt lügen, Kurzgeschichten interpretieren, Hinweise für individuelles Arbeiten oder so, werde ich hier noch verlinken. Und ich hoffe, wenn ihr das versteht, was ich jetzt sage, dass ihr dann auf jeden Fall bei der Kurzgeschichteninterpretation weiterkommt. Der wichtigste Gedanke ist nämlich, dass ich nicht, was Schüler oft machen, von unten nach oben versuche zu interpretieren. Das heißt, an einem kleinen Stückchen hängen bleibe und dann versuche, dieses kleine Stückchen irgendwie mit riesiger Bedeutung zu füllen. Also sowas wie, was weiß ich, irgendein Typ redet und sagt, er hat ein blaues T-Shirt an und ich versuche dann herauszufinden, was und in Gottes Namen soll dieses blaue T-Shirt bedeuten? Ist es die Welt oder das All und so weiter? Und dann schreibt der Lehrer drunter, nee, falsch interpretiert. Sondern ich gehe nach einem sehr strikten Muster vor, wo jeder von euch jetzt vielleicht denken würde, okay, da hätte ich auch drauf kommen können. Aber genau dieses Muster ist wichtig, weil man es dann schafft, auch vernünftig zu interpretieren. Das Muster heißt, Nummer 1, ich verstehe die Kurzgeschichte von vorne bis hinten. Das klingt jetzt total einfach, ist es auch. Im Prinzip. Aber ich versuche nicht irgendeine symbolische Bedeutung rein zu interpretieren oder irgendwie sowas. Sondern ich versuche erstmal zu schauen, wer ist da? Mit wem wird gesprochen? Worum geht es? Und zwar von vorne bis hinten, bevor ich anfange zu schreiben. Extrem wichtig. Gerade in Bezug auf den Einleitungssatz. Das Video dazu werde ich vielleicht noch verlinken. Dann versuche ich, die Handlungen der Personen oder der Figuren nachzuvollziehen. Also, da macht jemand etwas oder da denkt jemand etwas. Warum ist das so? Welche Bedeutung hat diese Handlung? Also zum Beispiel, wenn jemand spricht jemand anderen an und der sagt nichts. Was hat das zu bedeuten? Warum sagt er nichts? Das heißt, ich überlege mir, was die jeweiligen Dinge, die die Personen machen, zu bedeuten haben. Aber auf dieser Ebene. Und dann versuche ich eben nachzuvollziehen, welche Bedeutung das hat. Also, jemand spricht mit jemand anderem, jemand denkt etwas Bestimmtes, welche Bedeutung hat das? Gibt es ein Kommunikationsproblem? Gibt es einen Konflikt? Weist es auf etwas anderes hin? Und erst wenn ich an diesem letzten Punkt bin, kann ich anfangen, über eine größere Bedeutung der Kurzgeschichte nachzudenken. Das hört sich jetzt vielleicht alles sehr allgemein an, aber wenn man das einmal einigermaßen verstanden hat, dann weiß man plötzlich, warum man rhetorische Figuren lernen soll. Nicht, um sie nacheinander abzuinterpretieren, sondern weil man, wenn man ja schon rausgefunden hat, worum es geht, wenn man herausgefunden hat, warum gehandelt wird, wie gehandelt wird, weil man herausgefunden hat, welche Bedeutung das in der Kurzgeschichte hat, das, was man findet, nur noch darauf anwenden muss. Ich hoffe, dass diese Erkenntnis einigen weiterhilft. Es ist so, dass meines Erachtens das für einige, gilt ja nicht immer für alle, wirklich eine Erkenntnis ist, die der Schlüssel zu jeder Kurzgeschichte sein kann. Probiert das mal aus, so zu machen. Ich würde dringend empfehlen, den Artikel dazu noch zu lesen. Wenn ihr Lust habt, gebt mir einen Daumen nach oben.
Und dann lasst ein Abo da. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald, Kinders. Und zu guter Letzt, damit keine falschen Hoffnungen geweckt werden, das bedeutet natürlich nicht, dass man Metaphern, Orte, Symbole und all jene Punkte, die vor allen Dingen auch später in der Kursstufe eine Rolle spielen, also beispielsweise Erzähler, Erzählverhalten und so weiter, dass man die nicht berücksichtigen sollte. Der Punkt ist, alles das, was ich gesagt habe, ist die Grundlage. Und wenn man diese Grundlage hat, dann kann man auch über alle anderen Elemente nachdenken und was mit denen anfangen. Ich verlinke dazu gerade für diejenigen, die schon in der Kursstufe sind, noch einen zusätzlichen Artikel. Bis dann.